Alt-Ab, den Sie im Fall eines Funkschlosses einladen. So, hallo und herzlich willkommen zu diesem Let's Play Train Sim. Ich zeige euch heute eine Lok, die ihr noch nicht gehört bzw. gesehen habt, aber ihr gehört. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ja. Es geht um die Siemens ES6454 oder ÖGB 1216, DB Baureihe 183, Alex Baureihe 183, TXL Baureihe 183, ELL Baureihe 183 und so weiter und so fort. Ich glaube, es ist jetzt allgemein bekannt, sind welche ich meine bei den ganzen Bezeichnungen. Von der 16 Taurus 3. Auf jeden Fall Taurus 3. Du bist in der. So, und zwar werden wir auf der Brennerbahn fahren mit Systemwechsel. Ob ihr es mir glaubt oder nicht. Erstmal aufrüsten. Stereo-Sound natürlich wieder. Batterie. So. Stromabnehmer geht hoch, der sagt immer noch Pantograph. Tut mir leid an alle Eisenbahner, aber was soll ich machen? Ich hatte noch keine Lust und keine Zeit, das zu ändern. Federspeicherbremse. Federspeicher gelöst. Hauptschalter aktiviert. Zugsammelschiene aktiviert. Software muss geladen werden, bitte warten. Nacht, weit, Drahtzap, vielleicht, spielt, Brenner, Brennero. Brenner, Brennero, genau das wollte ich. Richtungswender vor. Zugbeeinflussung. Linienförmige Zugbeeinflussung aktiviert. Zugbeeinflussung. PZB aktiviert. So Leute müssen wir, glaube ich, keine mitnehmen und wenn, dann haben sie Pech gehabt, ich fahre. 3 Kilometer, du bist schon einen Meter gefahren. Boah, also. 3 Kilometer. Du bist schon 75.000. Die beiden Makros. Erlaubte Geschwindigkeit beträgt 45, 42, 62, 45. Jo. Da will ich noch nicht mehr was von mir. Schauen wir mal, ob das nicht ist. Nee, ist nicht. Warum auch immer ich das Handy nicht abgedreht habe. Keine Ahnung. Zugbeeinflussung. Wir fahren übrigens gerade aus Innsbruck raus. Den Funk habe ich vergessen. Du bist nun angemeldet. Und die AfB. Das gibt's ja nicht. AfB aktiviert. Ja klar, jetzt hört man kaum was von Scheibenwischern, weil es sowieso regnet und dann ist er leise. Jetzt ist der Maschinenraum offen. Würde Anschlüsse beachten, bitte die Lautsprecher durchsagen und weitere Informationen am Bahnsteig. Beachten Sie bitte beim Aussteigen den Unterschied zwischen Zug und Bahnsteig. Der Zug endet hier. Auf Wiedersehen. Roadrunner oder Zuglängenmesser. Achtung! Leiser. Bitte Signal voraus. Zugbeeinflussung. Ja, was mache ich mit der Info? Zugbeeinflussung. Erstmal nur quittieren und kann er nicht ganz zwangsbremsen, wird er aber sowieso nicht, weil da noch ein Programmierfehler ist. Bitte Signal voraus. Zugbeeinflussung. Falschen Block. Du bist schon 76.777 Meter gefahren. So, jetzt sollten wir eigentlich mal schneller fahren dürfen. Hm.
Wir werden übrigens unterwegs links halten, sonst brauchen wir eine halbe Ewigkeit. Die erlaubte Geschwindigkeit beträgt 180 km km/h. Vor allem, weil bei über 160 km/h erlaubte Geschwindigkeit noch im Bahnübergang ist. Na, logisch! Ist das nicht so eine komische DB-Lok? Ja, ich glaube schon. Die klingt soundmäßig, glaube ich, ähnlich wie die 145. Aber nur ganz bisschen. Ich wette, ich habe so viele Zuschauer. Na gut, hier habe ich nicht, aber ich glaube, ich habe einige, die mit der Info kaum was anfangen können. Das ist der, dass es den Lok der Reihe 101 bei der DB gibt. Ich meine. Aber ja gut. Also wie gesagt, wir halten nirgends, wir fahren überall durch. Genießen mal den Sound bei 180. Weil wenn die noch nicht schneller wird, dann bin ich auch bei 180. 176. 179. 180 Kilo. Wurde zwar nicht gefordert, aber wenn man Lust dazu hat, macht man es halt. Wenigstens gebe ich nicht ordentliche Achtungssignale und nicht so wie manche, die einfach nur so beep. Ich kann das nicht mal. Ich kann hier nur lange Signale geben. Ich drücke nämlich einmal die Taste. Unterberg Schäffersbrücke. Egal. Einmal hier und dann gleich nochmal. Dann hören die Leute auch, dass da ein Zug kommt. Oh, der Random Generator kann sogar was, da hat er mir jetzt direkt vor der Station einen 5-Block gehauen. Da war eine Feuerwehr. Aber man ist halt bei 180 km/h einfach so schnell, dass du von rundherum kaum noch was hörst. Die Bahnübergänge auch, die ist eigentlich gar nicht bei 180, aber egal. Gelbes Signal voraus. Zugbeeinflussung. Eigentlich ist es schon eine ECB-Führung. Oder ETCS, eins von den zwei ist hier. Weil über 160 bewegt sich der Zug schneller als das menschliche Auge sieht und deswegen wird die PCB dann immer angewendet. Zugbeeinflussung. Patsch hat das geheißen. Rotes Signal voraus. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Station. Du bist schon 85.203 Meter gefahren. Ach, ich schon 10 Kilometer. Ich glaube, die Strecke hört bei ungefähr 100 auf. Oder da kommt halt dann der Systemwechsel. Also, sie beginnt ja mit 75 in Innsbruck, weil davor schon die Unterinntalbahn ist. Von, ich hoffe, ich sage das jetzt falsch, ist von Wörgl, glaube ich. Ja, es müsste eigentlich Wörgl sein. Und da ist eben, wird halt einfach weitergezählt. Deswegen beginnt die Strecke bei ungefähr 75,3 Kilometern und wir sind jetzt bei 85 irgendwas. Und der Systemwechsel ist, glaube ich, bei 101.
ich habe sogar selber nicht mehr im Kopf. Aber dadurch, dass wir 180 km/h fahren, sind wir hier so schnell, dass da ein paar Kilometer kaum eine Rolle spielen. Aber Systemwechsel spannend. Hauptschalter raus, Stromabnehmer runter, Land umstellen, Stromabnehmer hoch, Hauptschalter rein und ja. Meter gefahren. Boah, beim Doppelhorn überschlagen ist meine Kopfhörer. Ich hoffe, das ist bei euch auch nicht so, aber ja, bei mir ist es halt so. Aber was soll man schon machen? Roadhorn nutzen. Wobei der ja nichts bringt, aber egal. Die Makros machen echt Spaß, finde ich. Habe ich so jetzt nicht so oft verwenden. Verlängert die Fahrzeit halt auch immer und so lange Videos wollen die Leute bekanntlich nicht sehen. Mach 3 schon. Damit uns die Leute auch ja hören. Du bist schon 93 Top. Krieg's in Tirol, St. Jodok und ja, die zwei kommen auf jeden Fall noch. Einmal die starke Lüfterstufe. Man kennt ihn, den alten Gong. Sehr geehrte Fahrgäste, im Namen der ÖPNV Personenverkehr AG, Mitglied der RailTeam Allianz, begrüßen wir Sie im RailJet. Der RailJet verfügt über 3 Klassen, in denen Sie individuell betreut werden und ein Bistro in der Zugmitte, in dem Sie das Team von E-Express gern erwarten. Im RailJet informieren Sie 80 Bildschirme jederzeit über Halt- und Ankunftszeit. Weitere Fragen stehen Ihnen bis zu. Die Ansage gibt es so nicht mehr in der Form. Also die ist wirklich schon alt. Die hatte vor Jahren eigentlich schon ausgedient. Aber ja, ich finde das schön und habe sie reingenommen. Steinach in Tirol. Ah, Steinach kommt auch noch. Das habe ich ja komplett vergessen. Okay, ich glaube, ich habe was falsch gesagt, mit dem man der Systemwechsel kommt.
180 Kilometer. Du bist schon 99.000. Ja, ich habe was Falsches gesagt im Systemwechsel. Na egal. Sankt Jodok. Station. Aber naja, ich fahre jetzt seit ungefähr 15 bis 20 Minuten. Also, es geht sogar noch von der Videolänge her. Ich lasse euch da jetzt einfach mal den Sound hören von dem Ding, deswegen rede ich jetzt mal weniger. Fries in Tirol. Fries, da ist es ja. Ich weiß nicht, ob jetzt noch ein Halt kommt oder ob jetzt gleich schon der Systemwechsel ist. Station. Kilometer. Du bist schon 107.208 Meter gefahren. So, was mache ich dann beim Systemwechsel? Das kann ich euch ja schon mal erklären. Ich schalte den Hauptschalter aus, senke den Stromabnehmer, dann stelle ich mit der Tabulator-Taste das Land auf Italien, hebe den Stromabnehmer wieder und schalte den Hauptschalter ein. So wird der Systemwechsel ablaufen, nur dass ich das relativ schnell machen muss. Ich habe nämlich dann nur ein paar Meter. System und Kilometrierungsgrenze in 200 Metern. Hauptschalter deaktiviert. Kontograf gesenkt. Deutschland. Italien. Du bist nun in Italien. Brenner, Brenner. Jetzt wieder Kontograf hoch. Also Stromabnehmer, ich sag immer noch Kontograf. 3 kV Gleichstrom. Hopp. Bremse. Bremse. 103 Kilometer. Du bist schon 240.000. 103 Kilometer. Du bist schon 240.621. Du bist schon 240.626 Station. Einmal durchrutschen, klar.
Er ist Weltmeister im Bremsen, kann ich nur sagen. Aber okay, ich hoffe, es hat euch gefallen. Federspeicher angezogen. Ich rüste jetzt die Lok noch ab. Richtungswender zurück. Kantegrad. Batterie. Software wurde deaktiviert. Genau. Dann erreicht das Kurs. 67. Spiel beenden. Es geht sogar dafür, dass ich einmal zu schnell gefahren bin für einige Meter. Aber ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen und lasst ein Like und einen Daumen nach oben da. Like und Daumen nach oben, das ist genau das gleiche. Ich meine Daumen nach oben und Abo. Ja. Schreibt mir auch mal in die Kommentare, was ihr als nächstes sehen wollt. Ich habe euch ja schon mal eine Triebfahrzeugliste gegeben. Mit einem, ich glaube, es war im ersten Video von Trainsim. Und ja, schreibt es mir da einfach mal rein und viel Spaß noch meinen Testern, die es im letzten bekommen, testen noch einen schönen Abend und wünsche euch einen schönen Abend. Keine Ahnung, wann ich das Video hochlade, aber ich habe es am Abend aufgenommen um 17.51 Uhr. 17.50 Uhr. Und ja, auf jeden Fall noch. Bis dann, kann ich nur sagen.